bin in letzter Zeit relativ häufig in der Kirche. Ich muss immer auf so Hochzeiten. Und ich habe gemerkt, Leute in meinem Alter, die gehen nicht mehr so oft in die Kirche. Das merkt man immer, wenn in der Messe dieser Moment kommt, dieser Mitmachpart. So. Der da vorne sagt was, und dann wissen ja alle, was sie dann sagen müssen. Da geht das Gemurmel los. Der da vorne sagt sowas so, wir bitten dich, entführe uns oder so. Und die Leute so, ah, was sagt man da nochmal? Grüß Gott, Jesus, Amen. Komm, wir sagen alle Amen, dann denkt der, er wäre falsch. Und ich bin irgendwie nicht so gern in der Kirche. Ne? Weil wenn jemand wie ich in der Kirche ist, dann denken alle, ah, da ist er wieder. Und ich habe gemerkt, man darf in der Kirche irgendwie keine Emotionen zeigen. Das ist irgendwie verboten. Wenn du in der Kirche klatscht, dann sagen alle, hey! Oder wenn du lachst, dann sagen alle, psst, shh. Dabei wäre so ein bisschen Humor, wäre da eigentlich ganz gut. Ich würde gerne sowas sagen wie, ey, gibt's für diese Jesus-Chips auch einen Dip? Das schmeckt na ja nichts. Oder, Leute, ich habe für alle Guacamole dabei. Habt ihr Bock? Da hast du direkt Bock, zweimal zu gehen. Ne? Ich merke immer wieder, wenn ich solche Themen auf der Bühne habe, ne? Viele Leute finden das irgendwie scheiße. Aber ich muss sagen, ich finde sowas ganz geil. Ne? Und es gibt Dinge, die sind einfach scheiße und geil. Ne? Zum Beispiel die Fußball-WM in Russland. Ne? Das war irgendwie scheiße. Und man wusste irgendwie vorher, die FIFA ist korrupt, dann ist da so ein Diktator an der Macht, das ist einfach scheiße. Das sollte man eigentlich boykottieren und nicht gucken. Das ist einfach scheiße. Und wenn du es dann guckst, ist irgendwie geil. Ja, da ist zwar dieser Diktator, aber ist ganz geil. Was noch scheiße ist, ist so, es gibt Jobs, die sind richtig beschissen. So richtige Kackjobs. Da sind so ganz viele Leute zusammengefercht auf ganz engem Raum, müssen so 20 Stunden am Tag arbeiten und so Dinge für die westliche Welt zusammenbauen. Das ist so richtig scheiße. Und dann kommt das neue iPhone raus und dann denkst du so, das ist irgendwie geil. Das ist scheiße, aber ist auch geil. Was noch scheiße ist, ist die Umwelt verschmutzen. Das ist richtig scheiße. Ja. Wir sollten alle mehr auf die Umwelt achten. Umwelt verschmutzen ist einfach scheiße. Und dann sitzt du in einem Flieger nach Malle für 20 Euro. Ist irgendwie geil. Ja. Scheiße, aber auch ziemlich geil. Also ich bin jemand, ich interessiere mich sehr für Umweltschutz. Ich interessiere mich, aber ich mache nichts. Ich finde aber Umweltschutz wirklich sehr wichtig und ich hoffe wirklich, dass sich da jemand anderes drum kümmert. Das wäre wirklich eine Herzenssache, dass das mal einer regelt. Das wird langsam Zeit. Ich weiß noch, mein Erdkundelehrer, der hat mir vor 15 Jahren schon gesagt, ihr seid die Generation, ihr müsst den Klimawandel verhindern, ihr seid das. Und ich habe damals schon gedacht, du weißt schon, auf wen du das zeigst, oder? Wir sind die Generation, das mache ich morgen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, ne, dann kommen irgendwann unsere ganzen Enkelkinder, die kommen irgendwann zu uns und dann werden die sagen, ihr hattet doch die ganzen Daten. Warum habt ihr denn nichts gemacht? Und wir müssen dann sagen, ja, wir hatten Gesichter und wir mussten auf unsere Gesichter so Hundenäschen machen und so Hasenöhrchen und so Herzchenaugen. Wir waren busy, okay? Das war wichtig für uns. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ne? Wir sind zu blöd, unsere Generation. Deswegen muss die Nächste das regeln. Deswegen gehen die Schüler auf die Straße und demonstrieren bei den Fridays for Future. Und das ist natürlich super geil, ne? Dass sie das machen. Und jetzt gibt es Politiker, die sagen, es gibt Schüler, die gehen nur zu der Demo, damit die nicht in die Schule müssen. Ja und? Es gibt
gibt auch Leute, die gehen in die Kirche, damit sie nicht in die Hölle müssen. Ja, da haben wir jetzt alle was zu tun. Also ich will nicht alles schlecht reden, weil jetzt kommt vom Klimawandel die beste Phase. Es wird wärmer. Danach kommt die Phase, es gibt in unserer Nähe mehr Strände. Ist auch okay. Und dann kommt, alle sind tot. Aber jetzt kommt erst mal die beste Phase. Die kriegen wir. Wir sollten das verhindern. Wir kriegen die beste Phase. Ey, das wird so geil und scheiße, aber auch geil. Ich weiß jetzt, warum wir das nicht schaffen. Weil die EU hat beschlossen, es gibt jetzt irgendwie keine Plastikumrührstäbchen mehr und keine Plastikstrohhalme. So, das bringt's. Und das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr, ist jetzt beschlossen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Lernen zu verzichten, weniger verschwenden, ist eigentlich gut. Was machen wir? Das ganze Internet ist voll und die Leute schreiben, wir müssen jetzt was erfinden, das den Strohhalm ersetzt. Warum? Was macht ein Strohhalm? Oh, ich trinke so gern das aus der Mitte. Oh, das mag ich. Oben das. Bäh, das hasse ich. Aber das in der Mitte, das trinke ich gern. Und dann heißt es so, wir müssen jetzt was Natürliches, Biologisches erfinden, das den Strohhalm ersetzt. Das Ding heißt Strohhalm. Ich hätte eine Idee, was man da nehmen könnte. Und hat so einer geschrieben, der meinte so, Leute, ich habe die Lösung. Die Welt ist gerettet. Wir nehmen einfach statt Plastik-Strohhelmen, nehmen wir einfach so Macaroni-Nudeln in lang mit Loch und trinken da draus. Und ich denke so, du willst Nudeln machen? Du willst Mehl, Eier zusammenkippen? Du willst Hühner halten, um aus der Mitte zu trinken? Junge, nimm das Glas, kipp das Glas. Nimm es, kipp ein bisschen. Am Anfang schlabberst du noch, ne? Aber irgendwann raffst du das. Dankeschön. Blut abnehmen. Ach, ich habe so viele Ängste vom Blut abnehmen. Vor Haien, ich habe zu früh der weiße Hai gesehen. Und Angst vorm Fliegen, weil wegen Absturz und so. Deswegen fliege ich auch vor allem nicht, weil dann fliegst du übers Meer, stürzt ab, kommt ein Hai, nimmt dir Blut ab, tot. Darum geht es nicht, es geht darum, dass sie... Ich finde es auch beglückend.